Kannst du jetzt kaufen. Ich habe 2 mehr als sonst. Echt jetzt? Ich glaube schon. Was kostet dieses wertlose alte Papier? Es ist alles andere als wertlos, mein Freund. Man sagt, dies ist eine Seite aus dem legendären Cheeto-Buch. Mhm. Im Ernst? Aber ja, ich fürchte, es kostet mindestens 5 Dublonen. Ein so wertvolles Stück sieht man nicht alle Tage. Verstehe. Ja, dann gib's auch, ja. Willkommen zurück. Interessenten können die Seite immer noch erwerben. Das Ding hast du sicher nur ein nächstes Jahr hier liegen. Es würde dann immer noch 5 Dublonen kosten. Höre ich ein Angebot? Gut, mein Freund, wo ist das Gold? Bing. Es ist angenehm, mit dir Geschäfte zu machen. Bitte bedien dich. Der freut sich richtig über die Kohle, ey. Ja. Ist ein Geschäftsmann. Das ist so gut, ey. So, damit wären wir hier auch fertig mit dem Pornshop. Du glaubst mir nicht, ne? P-A-W-N, das heißt Pfandleihe. Ja, ja, Porn. Ja. Nicht P-O-R-N. Nicht Porn. P-O-R-N, du sprichst das schon richtig aus. Aber wieso habe ich 2 übrig? Ich krieg doch jetzt noch 2, ja. 2 von dem... Holen. Könntest du dir nur holen, ja. Das machen wir auch, weil wir es letztes Mal auch gemacht haben. Ja klar, ich will auch den Typen erwähnen. Da ist Gunpowder, das schieße ich einfach mal ab. Damn, ey. Und eine Tür öffnet sich. Boom! Einfach mal Jollys Lagune, der Spelunke kaputt gemacht, ey. Das ist mir ja egal. So, jetzt muss ich dem wieder reden, ey. Hallo. Oh, hallo, ich bin Jolly Roger, Bürgermeister und Inhaber dieser herrlichen Hafenspelunke. Eine Ingwer-Limonade, bitte. Ich würde euch nur zu gerne bedienen, aber im Moment bin ich sehr unglücklich. Meine Partnerin ist verschwunden. Das ist traurig. Wo bleibt denn jetzt die Limonade? Kazui. Oh, Verzeihung. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Gestern Abend fuhr sie auf dem Wellenreiter lang, klang es, als ob etwas verschluckt würde. Und als ich nachschaute, war sie weg. Bestimmt wurde sie von einem Meeresungeheuer verschlungen. Hoffentlich nicht. Es ist bald Happy Hour und ich brauche Unterstützung. Möchtest du ein Zimmer mieten für 2 Dublonen, weil dieser unverschämte Maulwurf ein Loch in die Ecke gegraben hat? Wie steht's? Es... Ach so, die... Man zahlt das Zimmer. Ja. Yeah. Okay, Große, lass mich Geld sehen. Wunderbar. Ich mach nur schnell auf, okay? Ich finde, den habe ich wieder genauso... Hast du genauso. Den habe ich genauso wieder hinbekommen. Dankeschön, aber wie konntest du nur schlafen, wenn meine Partnerin vermisst wird? Ist... Deswegen habe ich diese Dublonen noch gehabt, ey. Ja, du kannst ja jetzt nochmal 2 holen. Der verlangt 2 Dublonen für ein Zimmer mit einem Maulwurfshügel in der Ecke. Ich habe noch gesagt, der sollte mir Geld dafür geben, dass ich nicht das Gesundheitsamt ja, genau. Anrufe, ey. Aquasum. Wenn unter Wasser von Schurken überfallen, dann schieße zurück und zeige es allen. Drücke C oben und du machst den Sucher an, drücke Z und der Kampf beginnt sodann. Ja, ne, also... Ne? Der kann hier... So schnell kann er gar nicht gucken, wie hier sein Laden zugemacht wird dann. So, hier muss man eigentlich nie hin. Merke ich gerade. Geht vor Anker, ihr dreckigen Hunde. Ich bin Captain Holzauge, furchtloser Pirat und Geißel der Meere. Du bist etwas wackelig auf den Beinen. Glubschauge, er sitzt. Nur ein Anflug von Seekrankheit, ihr Ratten. Seekrank? Du bist mir ein Pirat. Pass auf, was du sagst, Krähe. Er schauert vor mir. Diese Pillen gegen Seekrankheit von Jolly nützen gar nichts. Ich liebe diese Line, ey. Rum an die Mannschaft. Drückt noch einmal auf diesen Knopf und ich ramme euch. Jetzt geht's los, ey. Genau, ich schlitze eure. Au, mein armer Magen. Nehmt diese Dublonen und bringt mir noch ein Glas Wasser. Der gibt uns 2 Dublonen, ey, und ich geh einfach mit denen weg jetzt. Die haben wir über. Bäm. Jetzt kippt er erstmal um und jetzt sagt er ein paar Lines, die auf ein anderes Spiel referenzieren. Grrr, ich hab mal geträumt. Es geht noch weiter. Grrr, ich hab mal geträumt. Hä? Gehen wir runter vom Tisch vielleicht?
Ich wäre in diesem tollen Spiel. Ein Bär hat mir den Schneid abgekauft. Du siehst ihm irgendwie ähnlich. Ich glaube, das war's, ne? Ja. So, erstmal die Bilder hier am Rand, ne? Das sieht man gar nicht. Das ist das zweite Level aus Banjo-Kazooie. Ja. Guckt unser Let's Play. Da kommt das drin vor. So, und da ist diese Shark Food Island. Habe ich das vielleicht in dem Teil schon mal erzählt? Ist auch egal. So sah Shark Food Island damals aus. Dann konnte man da so reingehen. Und dann gab es da diese Säule, die man hochspringen musste. Und da war dieses gelbe, nee, das rosane Ei da. Er redet schon wieder. Ich habe gar nicht mit ihm geredet. Ja, sehr egal. Und das hat er ja schon mal gesagt. Ja, das war ursprünglich für Banjo-Kazooie geplant. Aber daraus wurde nichts und dann haben sie die hierher gepackt. Die Idee war damals, dass man wie war das denn? Du musstest, glaube ich, Banjo-Tooie anhaben, dann während des Spielens die Kassette rausnehmen und dann Banjo-Kazooie reinmachen und dann hattest du hier irgendwie diese Eier freigeschaltet. Okay. Aber das war kacke, weil das... Du musst noch Mumbo machen. Muss ich noch, ne? Mm. Das war aber nicht gut, weil das... Die Kassetten kaputt machen, also die Konsole oder was. Das so. Kannst ja nicht im laufenden Betrieb die Kassette wechseln. Nee. Das ist ja scheiße. Ja, und dann haben sie gedacht, okay, dann lassen wir das und machen es einfach in Banjo-Tooie rein. Das haben wir jetzt davon. Das kann ich skippen, ne? Mhm. Ja, und der Pirat sagt, dass er ein eigenes Spiel hätte kriegen können, aber der Bär ihm da den Schneid abgekauft hat, also ihm die Stelle weggenommen hat. Das war ein geplantes Spiel auf der Super Nintendo. Project Dream hieß das. Da ging es um so einen kleinen Jungen, der irgendwie Ärger mit Piraten hat. Und Banjo sollte wohl auch drin vorkommen in dem Spiel. Und irgendwie haben die das dann doch gecancelt. Schädelkopf, Schädelstrand. Okay. Dann haben sie es doch gecancelt und stattdessen Banjo-Kazooie gemacht. Demnach haben wir dem Piraten seinen Job weggenommen. Ja, Project Dream sah auch nicht so gut aus, fand ich. So viel zu meinem Hintergrundwissen. Sonnenlicht. Der macht einfach mal Sonnenlicht, castet der jetzt. Der castet Sonnenlicht in dieses Wasserbecken. Und was wird es tun? Atem. Atem, natürlich! Sauerstoffhaltiges Wasser, ne? Atem. Atem, man kann unendlich lang atmen dann jetzt. Willst du es lesen oder ist es scheißegal? Den liest du sowieso. Ich lese den sowieso nicht, den liest du mal. Stimmt. Ja. Oh. Jetzt hat es keiner gelesen. Ich hab das vertauscht. Ja, man kann da jetzt für immer atmen halt, ne? Für immer. Also wenn man mal unter Wasser schlafen möchte, da, dann kann man in Jolly Rogers Lagune gehen. Ja, das kann man sprengen. Das ist, hat das Hinweisschild gesagt. Das Hinweisschild, das hier war das, was das Hinweisschild meinte. Hm. Der Schädel verbindet den Strand und, also, ne, der Strand verbindet den Schädel. Wie ich finde, ein dummer Hinweis. Ja, was du findest, interessiert ja auch. Aber keinen. Irgendwie muss man ja auch drauf kommen, dass man hier irgendwie hinkommt. Ja. Hier gibt's ein Puzzle. Das hier ist übrigens Tip-Top aus Banjo Donkey Kong Racing, Diddy Kong Racing. Banjo Donkey Kong Racing. Tut mir leid, aber ich spreche nur mit Banjo oder Kazooie. Wow, ey, Rassist. Nur weil ich schwarz bin. Nur weil ich ein Magier bin. Nur weil ich von einem Indianerstamm stamme oder so. Mit seinen drei Federn da oben. Als wir das erste Mal gespielt haben, hatten wir keine Ahnung, dass das aufmachbar ist, diese Wand. Ja, und dann haben wir einfach aus Frust den Stab da irgendwie reingehämmert und dann ging das auf und wir dachten nur so, what the fuck, Alter. Das war wirklich ärgerlich, ey. Tja, so, ich glaube, ich bin hier oben fertig. Das Level ist soweit durch jetzt. Ja, hier oben. Wie, hier oben? Gibt's noch mehr? Ab ins Wasser. So, jetzt genau beginnt's the fun part. Ey. Jo, the not. The shit. The shit part ist das? Ja, ja, naja, manche Sachen sind auch ganz okay, aber manche auch wieder nicht. Das Level ist halt sehr unübersichtlich, ey. In der Tat. Sehr weit weg. Sehr weit weg? Ja.
Ja, es kann sich nur noch um... Wieso zur Hölle treffe ich denn... Na also. Stundenhandel. Geht doch, alles gut. Nichts zu weit weg hier oder so. 10 Eier. Ja, ich hab doch noch 40. Oder was? Ja, 4 Kraken noch. Dann muss ich neue holen. Dann musst du neue holen. So, womit fange ich an? Ich nehme den Teleporter mit, hol mir einen Move. Ja, du weißt doch, was du zu mir gesagt hast, ne? Was habe ich zu dir gesagt? Dass wir, ne, nicht alles erzählen wollen, was wir machen. Ach so, ja, oh ja, es tut mir leid. Also, was haben wir hier so? Hm, hier sind Noten. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit, hier sind Noten. Ja, ich habe Lust auf Noten, die nehme ich jetzt mit. Solltest du die auf jeden Fall nicht liegen lassen, ne? Wie ich da bei dem einen Scheiß, wo mir 5 Noten auf einmal gefehlt haben. Auf jeden Fall. Das war eklig, ey. Zitter als Zuflucht. Ich gehe jetzt einfach mal hier so rauf, ne? Ne? Und da ist ein Move. Welcher Move ist das? Keine Ahnung, ey. Tui-Torpedo. Zett die Vogeldame nach vorne schießt, wie ein Torpedo sie durchs Wasser düst. Der 3D-Sensor zum Steuern und A für die Schnelle und B springt sie zu Benjo zurück auf die Stelle. Auf der Stelle? Den fand ich auch nicht so gut. Fand es auch nicht gut? Nee, irgendwie echt nicht so. Der hat schon bessere Reime gehabt. Ja, einer muss ja in dem Spiel reimen, ne? Wenn es Grundi nicht mehr macht. Ja, stimmt. Dann muss er das halt machen. Voll der große Raum hier, ey. Ist echt ziemlich groß. Benutzt dein Torpedo. Dein neu erlangten Move. Das ist der neue Move. Damn. Ja, normalerweise könnte er ja gar nicht in diese Glibber-Dinger rein, ne? Aber mit dem geilen Torpedo, Alter. Da torpedet er sich da einfach durch. Wo ist der Fisch? Da ist er. Ich sehe nichts. Der damage dich. Also, aber sind da nicht nur Eier drin? Ja, ich glaube schon, ist auch egal. Ja. So, dann öffnen wir das jetzt hier. Ja, genau. Ich zoome da einfach mal hin. Ja. Oh Alter, nee, ich fahr da doch hin. Ey. Du fährst. Ich fahr. Das ist ein anderer Code. Also ja, jetzt, ja. Guck mal, dreimal Sigma haben wir da drin. Ja. Sigma, Delta, Sigma, Sigma, Pi, Omega. Okay, ich merke mir die hinteren. Ja, nicht die ersten drei. Sigma, Pi, Omega. Ja, sag mal an. Sigma, Delta, Sigma. Rechts. Ja. Das weißt du noch, ey. Delta? Zweimal Sieben. Du hast gar nicht in den Dings. Doch, der war drauf. Halt nochmal, ne? Ja, ja. Hab ich ja gesagt, zweimal Sieben, Mann. So, und jetzt kommt Pi und dann Omega. Das konnte ich mir sogar auch alles merken. Alles gemerkt, ey. Ja. Warum merke ich mir überhaupt noch was? Das kannst du ja alles machen. Elefantengedächtnis, ey. Das ist krass bei dir, ey, das stimmt. Naja. Ich kenne Personen, die können sich besser Sachen merken. Das war nicht hier, oder? Nee, das ist schon wieder falsch. Ey. Was ist da drin nochmal? Ich weiß es, aber ich darf es nicht sagen. Ja, stimmt. Das mache ich jetzt einfach nicht mehr, sowas. Da ist es, stimmt. So. Was kommt jetzt? Fischto. Kann ich das auch beobachten mit der Position? Hallo du! Oh, hi, ich heiße Cross. Cross klingt nicht sehr nach Schwein, oder? Eigentlich heiße ich Cross G. Braten. Ah, verstehe. Was tust du hier, Herr Braten? Ich mache Urlaub und versuche, diese wundervollen Zeichnungen an den Wänden zu fotografieren. Klingt faszinierend. Ja, das ist es, aber sind diese verfressenen Fische? Hast du keine Harpune? Ich hatte nur genügend Dublon für diese Superkamera. Vielleicht könntest du mich beschützen, während ich da unten bin.
Jetzt kann ich auch nicht mehr mit Ei antworten. Also gut, wenn du mir dann nach unten folgen könntest. So, lass mich ganz kurz gucken, wo die Eier sind. So, hier sind die Eier, das heißt, du gehst so an diese Säule hier ran, so versetzt, weißt du? Aha, okay, okay. Was? Da ist schon der erste Fischbären. Sehr gut. Es klappt. Los. Oh, da hinten ist auch jetzt einer gekommen. Der ist schwer, ey. Ja. Eieiei. Nee. Ich komm nicht ran. Doch, ich hab ihn. Alter, nice, ey. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass er den schnappt. Das ist auch der einzige schwere Spawn, ja, wie ich ja, gerade feststelle. Ja. Weil alle anderen kann ich richtig gut treffen. Echt gut, ey. Wie viele das jetzt auch werden, ne? Ja, das war's. Geschafft! Gebraten! Ich glaube, das reicht. Ich gehe wieder an die Oberfläche. Ja, cool. Vor allem musste er nach unten, um die Fotos zu machen, ey. Ja, und warum hat er dann den Käfig? Wenn die ja. da reinkommen, dann kann er auch schwimmen, ey. Ja. Ich habe alles im Kasten. Vielleicht hast du Interesse an diesem Ding hier. Natürlich haben wir Interesse an diesem Ding hier. Denn das zeichnet uns als würdig aus. Tja, ich lasse diese Bilder jetzt entwickeln. Tschüss. Grunz, Grunz, Grunz. Der klingt aber nicht so schweinisch. Nee, ne? Hattest du das nicht zu mir gesagt? Hab ich den gelesen? Nee. Nee, du hast, glaube ich, die Kinder gelesen, dann habe ich das gesagt. Ach so, ja, das sind ja auch dann Schweine. Sollte ich die, den nächsten... Ich habe den, glaube ich, auch anders gelesen, aber ich hatte jetzt keinen Bock. Jetzt hat er gar keinen Bock mehr hier. Nee. So, wo gehe ich hin? Lass mich ganz kurz überlegen, was ich jetzt tue. Oh Gott. Nee, das will ich noch gar nicht machen. Geh in den Raum hier rein. Ja, ich gehe hier rein. Das sind entweder die antiken Schwimmbäder nee, oder das ist das Sanktuarium Seetang. Das ist das Seetang-Sanktuarium. Das ist nicht besser. Wie immer. So wie immer. Töte. Ah, scheiße. Töte den. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das letzte Mal kein Bösewicht war. Nee, ich meine auch, das ist der Erste. Ja, der Erste, ne? Selbst deswegen habe ich ja gedacht, dass du den jetzt tötest. Ja, selbst die Bösewichte haben andere Spawnpunkte, ey. Das ist so verrückt. Haben sie echt gut gemacht eigentlich, ne? Ja, finde ich auch ziemlich cool. Dann ist nicht immer das Gleiche. So, hier ist irgendwo ein Jinjo. Woher weißt du das? Weil ich das schon ein paar Mal gespielt habe. Nein, weil du das Pfeifen gehört hast. Ach so. Ja, das auch. Noch ein Hörner, also der war immer grün. Tja, das ist ja auch das. Ich hab schon wieder vergessen, wie das heißt. Seetang-Sanktuarium. Fünf Stück, ey. Gar nicht mal so schlecht, ne? Aber ich glaube, wir haben nicht so viele schwarze bisher. Ne, ein oder so. Ein. Dann kommen die alle in einem Level wahrscheinlich. Die kamen letztes Mal alle hier unter Wasser bei mir. Bist du hier jetzt? Ah, da ist der... Genau. Und hier ist ein Teleporter. Guck dir den an, ey. Was für ein Monster. Der hat Zähne, ey. Unglaublich. Hä? Da waren nur Eier drin, ey. Nee, hier muss noch einer sein. Mit einer Cheat-Note, ne? Ich meine, hier ist einer mit einer Cheat-Note, oder nicht? Nee, der ist woanders. Ja. Das ist okay. Aber der gibt einen kleinen Hinweis, weil der Granateier gegeben hat. Naja, aber das ist random bei dem. Meinst du? Ja, natürlich. Oh, ganz gut getroffen bisher. Ja. Geht voll. Ja. Wie würde man darauf kommen, dass man diesen Riesenfisch erstmal die Zähne abschießt? Ja, okay.
Und dann muss man von ihm gefressen werden. Und dann muss man einfach mal von ihm gefressen werden. Ja, er hat keinen Zähnenbär, das ist ja völlig gefahrlos. Ja, genau. Der war... Ja, nein. Der war völlig daneben. Jetzt. Ja, komm schon, ey. Das ist bescheuert, ne? Ich sag's dir, beim letzten habe ich immer Probleme. Ja, obwohl das diesmal der größere ist, ne? Letztes Mal hast du den kleinen da drin gelassen. Jetzt hast du es. Nee, natürlich nicht. Ich bring mich selbst. Ja. Der hat mich noch nicht gedamaged, der Fisch. Der kann dich nicht damagen. Ich glaube, der damagt mich, wenn ich seine Zähne berühre. Na, also, ey. Ich entschuldige mich übrigens für diese Kameraperspektiven. Es ist unter Wasser einfach leichter, wenn man genau sieht, wo man hinguckt. Ja, das stimmt. Nicht einfacher zu schwimmen, ne? Töte die. Warum sind die hier drin? Und wie lange schon? Sehr lange. Alter, den habe ich gar nicht gesehen, ey. Nee, Mann. Richtig gut getan. Ja. Weil er so rot war. So, wen haben wir hier? Die habe ich gesehen. Ein Weib, jo. Ah, du bist wohl von der Rettungstruppe. Nur wenn der Preis stimmt. Ich bin die frohe Froni, die Partnerin von Jolly Roger. Ich war mit Blobbers Wellenreitern unterwegs, als mich dieser Fisch anfiel und verschluckte. Das Fischmaul ist jetzt offen, du kannst nach Hause gehen. Wunderbar. Wir haben bald Happy Hour in Jollys Spelunke und er wird meine Hilfe brauchen. Hast du zufälligerweise ein Puzzle? Oh, das musst du Jolly fragen. Ich bin sicher, er gibt dir eins. Jetzt stolziert die da erstmal so wirklich schön raus. Hauptsache, ja, sie hat den Kamm dabei. Ne? Ich glaube, es ist ein Spiegel. Ja? Ich glaube schon, ja. Das können wir aber auch gerne nochmal verifizieren, wenn wir das Video gucken. Wenn das heute aufnimmt, ey. Wenn nicht, dann dreh ich ab, ey. Wenn nicht, drehst du ab, so richtig volle Pulle. Aber wie, ey? Dann machen wir das alles nochmal. Oh je. Nee. Das ist heißt einfach nur nee. Dann habe ich also heute zumindest keinen Bock mehr. Nee, das kann ich nachvollziehen, ey. Wir wären schon so weit jetzt, ey. Ärgerlich. Ich weiß nicht, Atlantis? Na, ich wäre Stadtzentrum, ja. Wärst du das? Ja, stimmt, ist besser. Das ist also einfacher vom Weg, ne? Also ich wüsste auch wieder nicht wohin. Nee, ich auch nicht. Von hier aus weiß man immer wieder, wo man lang muss. Ja, weil es nur einen Weg gibt. Das geht ja nur nach unten. Ja, gut, aber ich meine unter Wasser. Hier gibt es ja zwei jetzt. Ja, ja. So, dann hole ich hier, glaube ich, noch zwei Noten. Wieder Entschuldigung für die Kamera, aber... Aber mit der Kamera... Da müssen wir jetzt leider durch. Alle zusammen. Besser, ey. Sieht so echt geil, ey. Ach. Nicht ganz, ey. Da muss ich nochmal... Nochmal neu ansetzen. Na, nicht schlimm. Ich würde mich auch nicht von oben, das ist blöd zu steuern, oder? Ja, es ist blöd zu steuern, aber wenn ich komme nicht von unten an den ran. Achso. Dann mache ich es lieber so und dann... Ich weiß nicht, es ist allgemein sauschwer. Jetzt. Geh nicht. Ich muss rein torpedoen, sonst... Drück B und mal 9. Siehst du, das ist die Scheiße, wenn ich von unten komme, ey. Krass, ey. Es ist wirklich hammerschwer, ey. Das war doch. Ja, also viele Bosse sind einfacher. Ja, viele Bosse sind einfacher als... Ja, jawohl. So, jetzt noch da unten. Das hätte ich auch in einem Run machen. In dieses Du hast ja die Federn. Die sammelst du ja wieder ein. Na, Marsch, die Räuber. Was? Hier. Zu schön machen, die Scheiße da. Ich? Im UFO, was finden wir im UFO? Hey Jens, was soll denn das sonst sein, Mann? Seid gegrüßt, erbärmliche Erdlinge. Wow, echte Aliens. Heißt einer von euch Elvis? Nein, wir heißen Alf, Betty und Gammo. Außerdem sitzen wir in der Patsche. Lass mich raten, du musst nach Hause telefonieren.
Nein, dafür haben wir ein Mobiltelefon. Die Antriebseinheit unseres Schiffs ist erschöpft. Sie wird mit Eis betrieben, das wir nicht haben. Da können wir sicher irgendwie aushelfen. Mit ja, gut, Eiseier. Eiseier gefunden haben vor dem Anfang. So. Nice Zooming Skills, ey. Ich hab schon mal nach rechts wieder. Aktiviere schnell die anderen Kristalle. Das ist ein Ginger. Das ist kein Eiskristall, das ist ein Ginger. Das ist wirklich wahnsinnig einfach. Ja. Wenn man zoomen kann, ist es wirklich einfach. Danke, Erdbeer und Vogel. Bitte geht jetzt von Bord. Wir müssen abreisen. Wir kommen zu spät zum Abendessen. Habt ihr irgendeine Belohnung? Wir sind auf etwas Glänzendem gelandet. Wie wäre es damit? Geht jetzt. Der will uns loswerden, ey. Merkt das schon. Gar kein Bock auf uns, ey. Ja, und den Jinjo, den ich da hinten gesehen habe, lasse ich hier. Ja. Damit wir nie wieder durchspielen können. Nie wieder. Und das war's.